Phoenix persönlich. Gaststätten und Hotels geschlossen. Theater und Museen verwaist. Die Stadtteile wie hier etwa die Altstadt in Köln machen in den Städten Deutschlands im Augenblick einen gespenstischen Eindruck. Was macht man als Oberhaupt einer solchen Stadt? Ich spreche mit Henriette Reker, der Oberbürgermeisterin von Köln. Wenn Sie sowas sehen, geschlossen, keine Kulturveranstaltungen mehr, macht Ihnen das Angst? Es macht mir keine Angst, aber es bedrückt mich natürlich schon. Und wir sind in einer schwierigen Situation. Einerseits ist man natürlich entsetzt, wenn man die Stadt ohne Menschen sieht. Und auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, bin ich auch froh darüber, dass die Kölnerinnen und Kölner die Verantwortung füreinander so übernommen haben, wie es jetzt geschieht. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen, wie in der Bevölkerung diese Einschränkungen des öffentlichen Lebens angekommen sind, wie die Kölner damit umgegangen sind. Aber wir haben hier jetzt eine Szenerie, die zeigt, da passiert gar nichts mehr. Diese Kneipen, die über Tag, aber vor allen Dingen auch abends und nachts belebt sind, dieses ja wirklich auch feierfreudige Volk in Köln, das kann gar nicht mehr richtig feiern. Was macht das mit Ihnen? Sie sind ja auch Kölnerin. Es ist für alle Kölnerinnen und Kölner schwer, weil die Lebensfreude gehört eigentlich zu unserer DNA und deswegen bekommen wir ja auch so viele Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Aber ich bin ganz sicher, hinter diesen geschlossenen Türen machen sich ganz, ganz viele Menschen Gedanken darüber, wie wir wieder starten können. Das wird nicht pulsierendes Leben von heute auf morgen sein. Aber wie Hygienevorschriften, wie das Erlernte umgesetzt werden kann und wir uns trotzdem wieder begegnen können und trotzdem wieder ein Kölsch miteinander trinken können. Welche Folgen wird das, was wir jetzt etwa hier in Köln oder in anderen Städten erleben, denn haben? Gerade die Gastronomie, die Hotels sind ganz besonders betroffen. Nun hören wir, da gibt es viel Geld, da gibt es Rettungsschirme, aber man kann ja nicht alle retten. Und manche werden ja auch aus dieser Situation nicht mehr rauskommen. Ja, ich würde mir halt wünschen, dass es viel mehr echtes Geld geben würde. Denn vieles sind Stundungen und damit kann man dann die wirtschaftlich schweren Situationen nach hinten verschieben. Ja, mit günstigen Krediten kann man die nach hinten verschieben, aber sie kann man sie nicht wirklich aufhalten und unterstützen. Und da würde ich mir eben vom Bund auch noch mehr Unterstützung wünschen. Wir hier in Köln haben einen kommunalen Rettungsschirm von 45 Millionen ausgeschrieben. Ich bin sehr froh, dass der Rat sich schon sehr frühzeitig dazu bekannt hat. Und wir unterstützen diejenigen, mit denen wir auch sonst Kontakte haben und Geschäftsbeziehungen. Wir können natürlich nicht alle retten. Und jetzt wird es darauf ankommen, wie ist die wirtschaftliche Situation bereits seit Jahren? Wie ist vielleicht die Kreativität dann, wenn man wieder eröffnet? Aber ich bin überzeugt davon, dass alle Investitionshilfen, die auch die Menschen jetzt dazu ermuntern, das Geld auszugeben, wenn es wieder möglich ist, dass die helfen, uns allen wieder auf die Beine zu kommen. Haben Sie einen Eindruck oder möglicherweise sogar Zahlen darüber, wie viele es dann im Zweifel nicht mehr schaffen werden? Wir haben ja so ein bisschen vielleicht auch ein Missverständnis. Da sagt man, Mensch, so eine Kneipe, die läuft ja toll, gerade hier in der Altstadt in Köln. Da hat man doch möglicherweise auch eine Menge Geld zurückgelegt. In Wahrheit ist das ja gar nicht so. Nein, ich glaube, es ist so, dass nicht so viele Geld zurücklegen können von dem, was sie tun. Und wir unterschätzen auch immer, wie viele Familien, wie viele Einkommensbezieher davon abhängen, wie viele Studenten in so einer Kneipe arbeiten. Also es ist wichtig, dass wir alle dann unser Geld wieder da ausgeben, wo es gebraucht wird. Und es ist auch wichtig, dass es staatliche Hilfen gibt, dass es Hilfen vom Land gibt und auch von der Stadt. Wie geht es dann den Unternehmen? Unternehmen, die im Zweifelsfall ja, wir haben hier große Unternehmen in Köln wie etwa Ford oder andere, das vielleicht dann abpuffern können. Aber es gibt ja viele kleine Unternehmen, auch Selbstständige, die so etwas vielleicht nicht überstehen können auf Dauer. Ja, es ist leider so, dass es zu einer Welle von Insolvenzen kommen wird. Und deswegen habe ich ja auch eben gesagt, es muss echtes Geld jetzt fließen und nicht nur Stundungen und günstige Kredite. Die helfen dann auf Dauer ja nicht weiter. Aber wir werden der Realität ins Auge blicken müssen, dass viele diese Corona-Krise wirtschaftlich dann
als Selbstständige, als Solo-Selbstständige nicht überleben werden. Wir hören ja bei den Volkswirten immer, wir hoffen ja alle auf dieses berühmte V, also der Absturz und dann der ganz große, ja, die ganz große Wiederbelebung. Wie schätzen Sie das denn jetzt ein? Wir haben ja gerade neue Zahlen auch vom Bundeswirtschaftsminister bekommen. Wird es eine Art von V-Bewegung geben, das heißt einen schnellen Aufstieg wieder? Der wäre zu wünschen, aber ist der realistisch? Also das V funktioniert ja nur, wie man es den Buchstaben ansehen kann, wenn es schnell wieder aufwärts geht, sonst wird es ein U. Und je länger wir damit rechnen müssen, dass die Einschränkungen bleiben, desto schwieriger wird es auch wieder anzufangen. Darum brauchen wir eben an vielen Stellen diese wirtschaftliche Hilfe. Und das geht natürlich bei den Kindertageseinrichtungen los, weil die Eltern müssen arbeiten gehen können. Natürlich sind die Kinder auch gerne bei ihren Altersgenossen, das ist auch wichtig. Aber Gesundheit und Wirtschaft muss man immer zusammendenken, sonst wird es nicht funktionieren. Gesundheit und Wirtschaft, diesen Überblick wollen wir jetzt mal besprechen. Dafür gehen wir ein bisschen weiter nach oben und gucken mal auf die Szenerie von Köln. Das machen wir. Bevor wir darüber sprechen, wie die Kölner mit dieser Krise umgehen. Sie sind ja selber in einer Art Krise gewesen, denn Sie waren in Quarantäne. Wie erlebt man sowas? Also ich war ja nicht wirklich in einer Krise. Ich war Kontaktperson ersten Grades und bin dann vorsorglich zu Hause geblieben, um niemanden anzustecken, falls ich das Virus trage. Es war für mich sehr ungewohnt, alles von zu Hause aus zu machen, weil als Oberbürgermeisterin muss man auch schon Präsenz zeigen. Aber es hat einen technischen Schub gegeben mit Videokonferenzen, mit Telefonkonferenzen und das ging für eine gewisse Zeit. Auf Dauer kann ich es mir nicht vorstellen. Hat man in einer solchen Quarantäne dann doch die Sorge, oh, da ist ein leichter Husten, da ist eine leichte Erkältung, vielleicht könnte es das Virus sein? Also ich bin ja nicht ängstlich und ich hatte keine Angst zu erkranken und es kann mir wie jeder und jedem anderen passieren, zu erkranken. Und dann werden wir hier alle gute medizinische Unterstützung bekommen. Und ich gehe davon aus, dass, wenn wir nicht unter Vorerkrankungen leiden, wir dann auch diese Erkrankung überstehen. Wie managt man eine Lage wie diese jetzt im Augenblick als Oberbürgermeisterin und Chefin der Verwaltung? Denn Sie müssen den Bürgern ja einiges aufbürden. Und wir sitzen jetzt im Angesicht des Rheins, da möchte man spazieren gehen, möchte man sich treffen. Wie ist diese Situation für Sie gewesen? Es ist natürlich schwierig. Eine solche Krise haben wir alle noch nicht erlebt. Und ich habe von Anfang an gesagt, man muss Gesundheit und Wirtschaft zusammendenken. Gesundheit heißt für mich, dafür zu sorgen, dass genug Kapazitäten für die gesundheitliche Versorgung zur Verfügung stehen. Wir haben leistungsfähige Krankenhäuser in Köln. Die Uniklinik und die Kliniken der Stadt Köln arbeiten exzellent zusammen und haben auch während der ganzen Zeit genug Behandlungskapazitäten gehabt, genug Intensivplätze. Aber es geht natürlich auch darum zu sehen, was passiert mit den Schulen, mit den Kindertagesstätten, was passiert mit den Geschäften, mit der Gastronomie. Und es ist eben so, dass das Land ja Erlasse uns schickt und wir sie umsetzen müssen in Allgemeinverfügung. Wir können sie verschärfen, wir können sie nicht aufheben. Und wir müssen eben immer dafür sorgen, dass in einer Stadt dann das akzeptiert wird, was das Land erlässt. Und zu einer Akzeptanz gehört immer Transparenz und auch Nachvollziehbarkeit. Frau Ricker, da drüben haben Menschen in den ersten Tagen der Beschränkungen dort gesessen, zu mehreren zusammen. Dann sind Strafen verhängt worden. Haben Sie den Eindruck, das ist zu drastisch, was wir da machen? Also zunächst freuen wir uns ja, wenn die Menschen den Rheinboulevard so annehmen. Aber die Abstandsregelungen müssen natürlich eingehalten werden. Und die Kölnerinnen und Kölner haben das inzwischen auch begriffen. Es hat ein bisschen gedauert. Und unser Ordnungsdienst, der ja darin geschult ist, auch Konfliktsituationen auszuhalten und Dinge zu erklären, der sorgt dafür und hat dafür gesorgt. Aber inzwischen sind die Zahlen ganz in Ordnung für eine Millionenstadt. Es gibt ganz viele, die jetzt sagen, das sind Einschränkungen der persönlichen Freiheit, die in dieser Demokratie nicht zulässig sind.
Also unsere persönliche Freiheit ist durch die Corona-Krise extrem eingeschränkt. Und deswegen ist es für mich hier in Köln immer ganz wichtig, bei jeder Einschränkung zu prüfen, ist sie verhältnismäßig. Also ist sie das geringste wirksame Mittel. Und eins dürfen wir nicht vergessen, es geht hier um Leben und Tod. Und um die gesundheitliche Versorgung sicherzustellen, brauchen wir eben eine Reproduktionsquote, die unter 1 ist. Das gelingt uns jetzt meistens und so muss es bleiben. Deswegen müssen wir uns weiterhin mit Abstand begegnen. Wenn wir jetzt mal gucken, die ersten Tage dieser Beschränkungen, da hat der ein oder andere sich nicht dran gehalten. Dann sagen Sie, ja, die haben eigentlich ganz gut reagiert, die Bürger. Die wissen jetzt, worum es geht. Jetzt werden aber auch diejenigen immer lauter, die sagen, jetzt muss aber auch mal gut sein. Jetzt müssen wir Formen finden, in denen wir mehr Freiheit haben, Erleichterungen haben. Wie stehen Sie dazu? Was darf man denn und was kann man denn in einer Kommune dann zulassen und was ist schon zu viel? Also wir brauchen zumindest den Ausblick auf Erleichterungen. Und den können wir auch so lange haben, wie wir die gesundheitliche Versorgung sicherstellen können. Aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir weiterhin das Erlernte beibehalten. Also Abstand halten, Händehygiene, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir das berücksichtigen, dann werden wir auch damit Erfolg haben. Und dann wird auch nach und nach über Kita-Öffnungen, Schule und Geschäfte und Gastronomie wird das auch möglich sein. Und ich bin sicher, dass da auch viele kreative Ideen entstehen werden, wie man mit dem notwendigen Abstand auch weiter in ein normales Leben zurückkommen kann. Wir haben ja eben über die geschäftlichen Konsequenzen gesprochen, über die Gaststätten, die möglicherweise auch nicht überleben. Wie ist das denn im persönlichen Bereich? Was hören Sie denn zum Beispiel von Familien mit kleinen Kindern, etwa auch von Alleinerziehenden? Also ich höre von den kleinen Kindern selbst, die ich nämlich auch befrage, dass es sie stört, dass sie nur mit Erwachsenen zusammen sind. Die brauchen einfach zum Spielen für ihre Rollenspiele, ihre Altersgenossen. Und viele Familien sind eben dadurch überfordert, dass sie alles gleichzeitig machen müssen. Sie haben Homeoffice, sie haben den Haushalt, müssen einkaufen, in der Schlange stehen und ihre Kinder versorgen. Das ist einfach zu viel und deswegen ist es mir auch von Anfang an ganz wichtig gewesen, den Blick auf die Familien zu haben, weil die müssen letztlich die Gesellschaft aufrechterhalten und auch das Laufen der Gesellschaft. Viele sind ja auch in einer kritischen Infrastruktur beschäftigt, das heißt, die sind in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, Presse, alle, die dazugehören. Und da wird in Köln eine Kinderbetreuung von Anfang an für alle angeboten. Da gibt es Vorschriften des Bundes, da gibt es Ländervorschriften und dann gibt es die Kommunen. Was können Sie selbst entscheiden? Also als Kommune hat man die Möglichkeit, eine Allgemeinverfügung zu erlassen. Die Allgemeinverfügung kann die Erlasslage des Landes verschärfen, aber sie kann sie nicht aufheben. Das wäre dann nicht rechtswirksam. Wir haben in Köln zum Beispiel früher als das Land Nordrhein-Westfalen die Gaststätten und die Restaurants geschlossen, einige Tage früher. Das hat uns auch einen gewissen Vorsprung gegeben, dann in den Infektionszahlen. Aber das ist eben so, dass man auch sehr genau gucken muss, bewegt man sich in einer Millionenmetropole oder auf dem Land? Sie sind selber Juristin. Wie viel Spielraum muss man Menschen zugestehen? Wie viel Toleranz muss man Menschen zugestehen, jetzt gerade in einer Situation, in der man über Wochen hinweg auch psychologisch sehr unter Druck gerät? Also wie groß ist der Spielraum? Also ich bin ja überzeugt davon, dass man den Menschen sehr viel mehr Verantwortung zutrauen kann, als es manche andere glauben. Ich bin zum Beispiel froh, dass es keine Ausgangssperre gegeben hat, wie in anderen europäischen Ländern. Und ich bin auch immer der Meinung, man muss den Menschen ganz nachvollziehbar darstellen, warum man was macht und dass es auch nur eine temporäre Einschränkung sein muss. Und darauf müssen sie sich verlassen können, darauf kann man sich hier in Köln verlassen. Wir sehen drüben die
Brücke mit Zügen. Dort hinter uns ist der Flughafen zu sehen. All das ist mehr oder weniger stillgelegt oder auf einer ganz anderen Ebene, als wir das kennen. Das Miteinander der Menschen funktioniert nicht mehr so wie vorher, nicht nur auf den Wiesen hier und am Rhein, sondern auch international. Was hat das aus Ihrer Sicht für Folgen? Naja, es ist natürlich schwierig für die Kölnmesse. Köln ist eine Handelsstadt seit 2000 Jahren. Es ist auch schwierig für den Flughafen. Wir können sehr froh sein, dass wir den Frachtflug haben, der den Flughafen Köln-Bonn im Moment noch in einer gemäßigt schwierigen Situation sein lässt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns nicht wirklich begegnen. Wir haben hier in Köln etwas, was den einen ganz groß erfreut, den Kölner vor allen Dingen, aber auch viele Menschen anzieht, nämlich den Karneval. Haben Sie den Eindruck, dass wir beim Karneval dieses Jahr noch so gerade an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sind? Ja, ich bin natürlich sehr erleichtert darüber, dass die Corona-Infizierten nicht in Köln auf einer Karnevalssitzung waren. Es war auch der Moment, wo mir offen gestanden bewusst wurde, dass wir uns alle in einer globalisierten Welt und in einer gefährlichen Situation befinden. Als ich Weiberfastnacht über den Altermarkt ging und sah, wie eng die Menschen wie jedes Jahr zusammenstehen, war ich schon bedrückt darüber, dass ein Corona-Infizierter darunter sein könnte. Nun war der in Gangelt im Kreis Heinsberg, aber das war reines Glück. Wie wäre das ausgegangen, wenn wir ein Hotspot gewesen wären? Es ist gar nicht auszudenken. Wir hätten Tausende von Infizierten gehabt und in der Situation wäre es auch für unser gut aufgestelltes Gesundheitssystem ein richtiges Problem gewesen. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass hier Karneval alles gut gegangen ist. Da kann man hier im Dom eine Kerze für aufstellen. Das habe ich auch getan. Das haben Sie getan? Das habe ich auch getan. Ja, das machen die Kölner ja. Die bedanken sich oder stellen die Kerze schon mal präventiv auf. Haben wir denn eine Chance, denjenigen, die hier in Köln sind oder nach Köln kommen wollen, zu sagen, vielleicht klappt das mit dem 11.11., dem Beginn des Karnevals? Also erstmal ist es ja so, dass die Kölner immer dann besonders heftig Karneval feiern, wenn Krisenzeiten da sind. Der 11.11. ist noch ein Stück hin. Ich glaube, wir werden den 11.11. begehen. Wir werden ihn nicht so feiern wie bisher. Aber wir werden ihn auch nicht einfach unterschlagen, sondern es ist der Beginn des Karnevals. Und wenn ein Impfstoff da ist, was wir uns ja alle wünschen, dann können wir auch in der nächsten Session wieder Karneval feiern. Ich wünsche mir jedenfalls, dass es auch im nächsten Jahr ein Dreigestirn gibt. Wir hoffen, dass die großen Themen einer solchen großen Stadt von über einer Million Einwohnern sind dieselben Themen, die man in anderen großen Städten hat. Mieten, Verkehr, große Projekte, die funktionieren und leider in Köln oft auch nicht funktionieren. Die Bürger sind ja sehr kritisch einer solchen Kommune gegenüber und auch der Bürgermeisterebene gegenüber. Wie erleben Sie das? Naja, Köln ist da ein ganz typisches Beispiel. Köln ist eben eine Bürgerstadt, ist es auch immer gewesen. Darum hat das ja auch nie so wirklich mit der Hohen Domkirche geklappt. Und ich finde das auch angemessen, dass Bürger mitwirken. Ich habe ein großes Projekt, das heißt einfach Öffentlichkeitsbeteiligung. Und das informiert die Menschen auch sehr frühzeitig darüber, was in ihrer Stadt los ist. Aber die Kölner haben ja auch so eine Hassliebe zu ihrer Stadt. Ja. Im Karneval ist es die Stadt mit K und dann Aschermittwoch, dann wacht man plötzlich auf und dann ist der Traum von der Stadt mit K vorbei und es geht wieder in die Realität. Aber ich würde mir wünschen, viele würden dann auch mal daran denken, dass es einen Unterschied zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren gibt. Ich würde mir auch manchmal wünschen, ich könnte durch Fingerschnippen
den Verkehr hier verändern, den Wohnungsbau verändern. Wir müssen viele Schulen errichten. Dafür steht das Geld im Haushalt jetzt zur Verfügung. Wir haben auch Hilfe von Investoren, die wir früher nicht in Anspruch genommen haben. Aber es geht eben nicht von heute auf morgen, sondern in allen großen Kommunen sind die Probleme sehr ähnlich und sie können nur Schritt für Schritt gelöst werden. In allen oder in ganz vielen Kommunen haben wir aber das Problem, dass diese Kritik und das Kritische den Verantwortlichen gegenüber auch einmal kippen kann. Wir haben ja inzwischen ganz viele Ehrenamtliche in den Kommunen, die wollen schon gar nicht mehr in ihrer Funktion weitermachen, weil die sich bedroht fühlen. Die werden im Zweifelsfall auch persönlich direkt bedroht. Wie gehen Sie mit so etwas um? Ja, es hat sich die Stimmungslage gegenüber Amtsträgern, und da spreche ich wirklich ja nicht nur von Oberbürgermeistern, sondern da geht es um Polizisten, um Feuerwehrleute, es geht auch um Ehrenamtliche, hat sich verändert. Aber ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, die Menschen auch immer wieder zu bestärken, dass sie fürs Gemeinwohl unablässig arbeiten müssen und auch den anderen klarzumachen, wie wichtig das ist, dass sich Menschen für unsere Gesellschaft einsetzen und wie wichtig dann auch ein wertschätzender Umgang ist. Das müssen wir immer wieder vermitteln. Politik trägt dazu manchmal bei. Die Debattenkultur ist ja auch nicht immer so schön. Ja? Man muss doch zunächst mal seinem Gegenüber unterstellen, wenn er ehrenamtlicher Politiker ist, wie die Kommunalpolitiker das sind, dass sie es gut mit ihrer Stadt meinen, dass sie das Richtige wollen. Auch mit anderen Argumenten unterwegs sind. Aber die gegenseitigen Argumente ernst zu nehmen, sich in eine andere Perspektive zu versetzen und dem anderen zunächst mal unterstellen, er will das Richtige. Das ist für mich eine gute Möglichkeit. Haben Sie einen besonderen Zugang zu dem Problem, weil Sie selber vor 5 Jahren Opfer eines Attentats geworden sind im Wahlkampf? Also ich habe vor 5 Jahren ja eines der ersten rassistischen Attentate erlebt, wenn man so will. Und für mich war das selbstverständlich, dass ich an der Stelle weitermache, weil das für mich eine Frage der humanitären Haltung ist, die mir schon als Kind hier in einem Kölner Gymnasium vermittelt wurde. Ich habe aber auch für die Verständnis, die sich solchen schweren Situationen nicht aussetzen wollen. Vielleicht gehört dazu eben auch ein robuster persönlicher Hintergrund. Das ist aber doch ein traumatisches Erlebnis, zumal das bei Ihnen ja sehr, sehr gefährlich gewesen ist, sehr lebensbedrohend gewesen ist. Wie kommt man über so ein Erlebnis wieder raus? Also ich habe das Attentat gut verarbeitet. Ich war ja... Muss man da auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen? Also offen gestanden habe ich eine Stunde mit einem Psychologen verbracht, der dann aber meinte, andere brauchten seine Hilfe dringender als ich. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich nach der Verletzung nicht bewusstlos wurde, konnte mich selbst in eine stabile Seitenlage bringen, die Blutung kompressieren. Und ich wusste, wie das geht. Ich war als junge Frau mal bei einer Berufsgenossenschaft und kannte mich mit Stichverletzungen aus. Und deswegen hatte der Täter auch über mich mental in dem Sinne keine Macht. Es geht mir gut, ich habe keine Spätfolgen. Und das Attentat hat mich geradezu bestärkt, an der Stelle weiterzumachen und dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaft stabil ist. Sie sagen von sich selber, Sie sind auch selber sehr angstfrei, auch in der jetzigen Situation. Aber von Ihrem Mann, einem Australier, der Golftrainer ist, haben Sie doch sicherlich auch mal gehört, überleg dir doch mal, ob du das weitermachen willst. Ja, aber das ist ja häufig so, dass die Angehörigen von Opfern ängstlicher sind als die Opfer selbst. Und das, der unterstützt mich sehr in dem, was ich tue. Das ist ganz wichtig für mich. Hinter Frauen, die solche Ämter haben, muss eben auch ein starker Mann stehen, wie es sonst umgekehrt meistens der Fall ist. Bei einem solchen Thema wie zum Beispiel bei den Flüchtlingen sind Sie sehr engagiert und sehr aktiv. Und das machen Sie, obwohl Sie wissen, dass genau das Argumente und Gründe sind, um sie unter Druck zu setzen, sie in Angst zu versetzen, sie zu bedrohen. Ja, ich bin einfach der Auffassung, dass auch in Corona-Zeiten wir über den Tellerrand hinausblicken müssen und dass
fast 40.000 Menschen in griechischen Flüchtlingslagern festsitzen, das können wir ja nicht ignorieren. Ich bin sehr froh, dass der Rat der Stadt Köln schon im Februar beschlossen hat, dass wir weitere Geflüchtete aufnehmen und auch Minderjährige, die da ja in einer völlig hoffnungslosen Situation sind und die wir auch gut in unsere Gesellschaft integrieren können. Jetzt gibt es immer wieder die Frage bei Krisen, wie kommt man nicht nur aus der Krise raus, sondern was verändert eine solche Krise? Gibt es da auch positive Aspekte? Und da möchte ich ganz gerne noch mal mit Ihnen drüber sprechen. Frau Reger, wir haben das Gespräch damit begonnen zu zeigen, wie sich diese Krise auswirkt auf etwa die Gaststätten hier in der Altstadt. Auf die Krise muss man aber irgendwann mal reagieren. Wenn die mal vorbei ist, bleibt etwas Positives davon übrig? Also einmal spreche ich ja immer von der Kraft der Krise. Die ist aber eher, das ist eher ein Begriff, der fällt in die Zeit, die gestaltet werden muss. Da muss man eben seine Kräfte bündeln, zusammenziehen und unglaublich viele Menschen sind ganz engagiert. Es bleibt etwas übrig, weil es Strukturen verändern wird. Es wird einen Digitalisierungsschub geben, nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in vielen Betrieben. Und es wird bei vielen auch eine Konzentration auf das Wesentliche geben. Es ist sehr traurig, dass viele auch existenziell jetzt so betroffen sind, dass sie auf Dauer darunter leiden. Jetzt haben wir erlebt, dass Menschen sich doch sehr solidarisch verhalten haben. Nicht nur solidarisch im Sinne von Abstand halten, um den anderen im Zweifelsfall nicht anzustecken, um den Virus nicht weiterzugeben, sondern auch solidarisch verhalten haben, auch im Geschäftsleben. Man hat sich gegenseitig geholfen. Nun hat man immer den Eindruck, nach der Krise wird dann im Zweifelsfall daraus gelernt. Hoffen Sie darauf, glauben Sie daran, dass wir aus dieser Krise auch im Mitmenschlichen gelernt haben? Ja, ich hoffe, dass wir noch mehr wertschätzen, was wir aneinander haben, an dem menschlichen Miteinander. Es gibt jetzt auch viele, die ihren Nachbarschaften geholfen haben, die eingekauft haben. Das bleibt ja nicht beim Klatschen für diejenigen, die diese Krise jetzt meistern, sondern ich hoffe, dass man gelernt haben wird, dass Arbeit am Menschen genauso wertvoll ist wie Arbeit am Schreibtisch und auch so entlohnt werden muss. Aber es wird schwierig sein, letztlich für alle daraus ein positives Fazit zu geben. Man sagt ja immer, dieses Miteinander ist auch eine Sache, die man einüben muss. Nun gehen wir miteinander sehr merkwürdig inzwischen um. Wir stehen nicht nur sehr weit voneinander entfernt, sondern wenn wir aufeinander zugehen, dann machen wir immer so einen Bogen. Hat es da so im Kopf irgendwann auch wieder einen Klick und wir verhalten uns wieder normal miteinander oder müssen wir uns darauf einstellen, sehr lange in einer merkwürdigen Art miteinander umzugehen? Also ich glaube, dass wir uns sehr lange auf einen Abstand einstellen müssen, aber ich hoffe auch, dass wir uns nicht überwiegend als Virusträger betrachten, sondern als Mitmenschen. Und da ist das Wort mit drin und miteinander können wir auch diese Krise überstehen und zu einem Ende führen, was uns eine positive Aussicht gibt. Das Miteinander, wir haben es gerade angesprochen, ist noch eine ganze Zeit lang gestört, sagen wir das mal so. Wenn wir dann miteinander wieder zusammenkommen, was wird das für eine Emotion sein? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich in der Stadt Köln die Menschen in den Armen liegen werden und dass das hier vibriert, wenn man wieder miteinander umgehen kann, näher zusammenrücken kann. Aber jetzt ist erstmal das Gebot, aufeinander Rücksicht zu nehmen, indem man distanziert ist. Deswegen kann man trotzdem freundlich miteinander umgehen. Und das zeigt sich ja jetzt, dass man ganz andere Grußformeln benutzt, ist ja auch so ein Ritual, was manche gut finden, aber es hat andere nicht so. Aber es hat immer einen positiven Aspekt zu sagen, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund, das wünsche ich auch Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Frau Reger, für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank.